Herzlich willkommen zum ersten Tech Review hier auf dem grillcenter.ch YouTube-Kanal. Mein Name ist Luca und ich erkläre dir jetzt kurz und knapp den Meatstick X Wireless Thermometer. Viel Spass! Der Meatstick X ist ein kabelloser Thermometer und kommt in der Grundausstattung geliefert mit einer Ladestation und dem Stick selber. Der Stick selber besteht aus zwei Teilen. Der schwarze obere Teil misst die Garumtemperatur bzw. die Umgebungstemperatur von deinem Grill und der vordere Teil misst die Kerntemperatur von deinem Fleisch. Der Meatstick X ist, wie schon gesagt, ein kabelloser Thermometer und das X steht für Extender, also für Stärker. Und damit bringen wir eine Reichweite von bis zu 80 Meter hin. Das natürlich auf Sicht, ohne irgendein Hindernis dazwischen. Der Stick ist spülmaschinenfest und hitzebeständig bis zu 300 Grad. Man kann in der App verschiedene Einstellungen vornehmen. Man kann ganz einfach eine Kerntemperatur einstellen für zum Beispiel ein Steak mit 55 Grad. Oder ich kann mir auch einen Schwellenwert setzen, wenn ich zum Beispiel einen Kamado oder Smoker betreibe, der nicht elektronisch gesteuert ist. Das heisst, wenn ich meinen Grill bei 120 Grad betreibe, kann ich mir einen Tiefstwert von 110 Grad einstellen und einen Höchstwert von 130 Grad. Und die App macht mir nachher einen Alarm, wenn der Wert überschritten oder unterschritten wird, so dass ich reagieren kann. Man kann sich in der App bis zu 8 von diesen Sticks anzeigen lassen. Die sind dann auch farblich gekennzeichnet, damit man sie gut unterscheiden kann. Wenn ich 4 oder 5 Sticks in meinem Grill habe, muss ich natürlich irgendwie erkennen, welcher Stick zeigt mir welche Temperatur an. Und die farbliche Kennzeichnung macht das viel einfacher. Der Meatstick hat einen Akku verbaut, der bis zu 24 Stunden anhält und der hat auch eine Auto-Abschaltfunktion. Also wenn er merkt, dass nichts passiert, tut er sich noch 30 Minuten selber abstellen bzw. gibt mir eine Meldung, dass nichts passiert, dass ich schauen kann oder es einfach ignorieren und er tut sich dann von allein abschalten. Ganz klarer Vorteil von so einem kabellosen Thermometer ist, dass das Kabel nicht mehr dran ist. Das heisst, der ganze Kabelsalat mit mehreren Sonden fällt komplett weg. Wenn ich ihn brauche, mache ich ihn ins Fleisch, die App aufmachen, schnell einstellen und kann loslegen. Wenn ich fertig bin, nehme ich ihn raus, mache ihn zurück in meine Ladestation rein und kann weitermachen. Ein kleiner Nachteil hat so ein kabelloser Thermometer allgemein, und zwar die dicke Nadel. Das ist aber nötig, weil hier innen die ganze Technik verbaut ist, also sprich der Akku, die Sensoren, wo wir die Temperatur messen und die ganzen Transmitter, wo wir das Signal ans Handy schicken. Alles in allem ist der Meatstick eine coole Geschichte. Die App funktioniert via Plug and Play, das heisst, ich tue die App aufmachen, tue den Stick verbinden und kann loslegen. Er ist wasserdicht, hat einen Akku, der bis zu 24 Stunden hat, hat eine Auto-Abschaltfunktion. Ich kann bis zu 8 Sticks gleichzeitig bedienen mit der App. Also wirklich eine coole Geschichte. Der Thermometer und noch mehr findest du natürlich bei uns online auf grillcenter.ch oder in unserem Shop in Dürrenäsch. Wir würden uns freuen, wenn du mal bei uns vorbeikommst. Wenn du noch Fragen zum Produkt hast, schreib uns eine E-Mail, ruf an oder komm vorbei, wir beraten dich gerne. Wenn du noch mehr solche Videos sehen willst, drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, damit du keine Folge mehr verpasst. Und dann wünsche ich dir viel Spass weiterhin beim Grillieren. Bis dann.